Hallo und herzlich willkommen zurück, Mike, gegen die Menschheit! Ja, es wird wieder Zeit für Cards Against Humanity, weil wir haben gerade einen Download laufen vom anderen Spiel. Das dauert so lange, da haben wir gedacht, nehmen wir noch eine Folge Pornos auf. Voll geil. So. Wir ziehen gerade Pornos. Ja, wir ziehen gerade, genau. Ja, genau. Tobi, lass das Mittwoch einfach immer gemeinsam gucken. Das stimmt tatsächlich. Wir machen so ein Public Viewing Event mit Pornos. Von deiner Mutter. Willkommen bei Cards Against Humanity. So, Leberfleckhaare, okay. So, ja, ach ja, das ist unser Spiel heute, Leberfleckhaare. Ich drücke mal auf Start Game. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt, weil... Oh mein Gott. Oh. Oh, ja. Alles klar. Ich muss noch einmal... Flupp. Ah, jetzt passt. Meine Damen und Herren... Passt das bei mir auch? Ja. Oh. Ich habe das ein bisschen klein... Ja, jetzt passt. Ja. Jetzt passt. Fünf nebeneinander. Fünf nebeneinander mache ich. Alter. Die Frage des Tages... Was stinkt hier so? So. Ich habe jetzt schon Angst, ehrlich gesagt. What the fuck? Ich habe jetzt schon Angst. Ja, dann nehme ich doch mal direkt, ne? Ja, alles klar. Ja, das ging. Easy going. Okay. Ich musste das nehmen. Oh nein, Tobi, bitte nicht. Oh, es ist wirklich. Okay. Ich freue mich schon. Man muss ja erstmal wieder reinkommen in den Spirit. Ja. Brauchst du nicht, ja, klar, brauchst du nicht. Das geht sofort los jetzt, pass auf. Alles klar, okay. Also, was stinkt hier so? Ich mache mal nach Folge. Was stinkt hier so? Ein linkshändiger Dachs, der Banjo im Schnee spielt. Oh, das ist aber süß. Das ist aber noch, ja, süß. Klar. Ja, das ist wirklich noch human. Würde ich mir angucken auf jeden Fall. So ein Dachs, ich hätte zuerst gedacht, der Dachs liegt tot auf der Autobahn und sowas. Yeah. Der würde, ne? Aber gut, wenn der spielt, ja gut, das ist okay. So, was stinkt hier aber so? Hitler, der in die Asche von Schau. Was? Alter. Warum kriegt der immer die guten Karten, Mann? Das ist voll unfair. Alter, Tobi, das ist 100% pro Tobis Karte. 100% pro ist das Tobis Karte. Nee, Tobi, ja, natürlich. So in die Hölle. Nee. Du kommst so in die Hölle, Tobi. Alter. Weißt du, dagegen ist mein Einschulungsding schon längst. Das ist dagegen einfach. Nee. Alter. Das toppt immer noch alles. Wieso das denn? Das toppen bitte, Tobi. Wo ist da das Verhältnis überhaupt? Das Verhältnis, oder beziehungsweise getoppt wird es nur dadurch, dass dein selbst geschrieben war. Ja, weil ich ein kreativer Mensch bin, ja, Tobi, okay? Natürlich, ja. Hast du etwa kreative Menschen, Tobi? Ist es das? Ja? Ja, so. Ja, komm. Also, Hashtag danke, Tobi. Was hast du gesagt? Hä? Oh. Hey, Adolf. Das ist aber nicht nett von dir. Hä? Oh, was passiert denn hier? Hier gerade. Ich bin doch nur spielen. Die hat das gelesen. Die hat das gelesen, Tobi. Von Alexa, es tut mir leid. Schon gut. Ja, oh, okay. Da bin ich ja beruhigt. Alter, was passiert denn hier? Wir haben gerade das angefangen. Erste Runde, weißt du? So, okay, aber die Frage ist natürlich, was stinkt hier eigentlich so? Die Fruchtnase, die während des Festplatz. Klopp, so eine Wasserbombe. Du bist ja gar nicht so trocken wie sonst. Alter, ey. Ich bin jetzt schon wieder tot, ey. Ich bin so tot schon wieder. Alter, ich, ja. Ist aber nicht nett von euch. Boah, Tobi, es tut mir echt leid, ich kann deins nicht voten. Es geht einfach nicht. Es ist einfach... Doch! Es geht, was? Ich kann da, warte, das geht hä? Nicht. Ich kann du musst doch aber das Beste wählen. Das ist doch nicht das Beste, Tobi. Also, ist das Beste? Findest du, was während der Menschheitsgeschichte passiert ist? Das denkst du, Tobi. Oh, Scott leiert ein bisschen. Nee, das war ich gerade. Nee, der hatte einfach keine Luft mehr. Das war ich gerade. Das war meine Empörung einfach. Nee, sorry, also ich... Du warst am geschocktesten vom Tobi. Ja, eben. Ja, ich war alle am geschocktesten irgendwie. Ey. Okay, gut, ich werde überstimmt. Gut, wenn ihr... Wenn nee, oder ihr wir du musst es selber entscheiden. Wir machen jetzt gar nichts. Ich hab mich jetzt gerade auf die überredet. Kommentare. Okay. Ganz ja, liebe Kommentare, wie würdet ihr denn entscheiden? So, wir warten hier so lange. Was ist für euch das Beste? Hitler oder Sex? So. Ey, was hast du gegen den Dachs, Mann? Oder der Dachs, Entschuldigung. Der Dachs war gerade gefallen, deswegen. So. Ja, deswegen oder Hitler, der Sex mit einem Dachs hat. Wäre doch auch geil. Das würde auch. Was? Und dann platzt die Frucht. Von Hitler. Hat er fast einen zweiten Hoden gehabt in Form meiner Fruchtnase. Schade. So nah und doch so fair. Ja. Okay, gut, ihr wollt das dann. Was hast du? Warum hast du das gewählt? Aber spinnst du?
Weiße oh Curry, du kannst auch fett am Arsch lecken. Das ist aber nicht nett von dir. Wie kann der Gronkh nur so sein? So, warte. Immer wieder ein bisschen größer hier. Wer ist dran hier? Tobi. Tobi ist dran. Eine Spur aus glitschigem Schleim, der zu führt. Go. Alter, da steht eine, da steht Spur aus glitschigem Schleim. Okay, warte mal. Da steht Denkur bei mir. Denkur, Alter. Was? Denko? Ja, den Curry. Und da steht nur Abkürzung Denkur. Ah, also. Denkur, Alter. Nee, komm, ich bin da raus. Curry, ey, Denkur. Okay, pass auf. Ja, das, okay. Bei mir ist halt so low einfach. Ich muss das nehmen. Ich muss das nehmen, weil das, ja, ihr werdet. Ja, ich krieg die aber erst in der nächsten Runde. Das du malst wieder irgendwas mit Community raus, Alter. Hä, nee, was? Nee, bitte nicht. Hä, wie soll denn eine Spur aus glitzigem Schleim? Wie bringst du das mit der Community in Zusammenhang? Nee, bitte. Ich bin wirklich ein bisschen traurig jetzt, Bobby. Wie kannst du deine Community nur so behandeln? Hand, Herz. Du solltest irgendwann mal Merch rausbringen, weil meine Community mir so viel bedeutet. So wichtig ist. Das wäre schön, das wäre schön. Ich würde sie jeden Tag tragen. Eigentlich wäre es wirklich voll schön. Ich wäre so, mein bester Kunde. Ich würde mir dauernd diese T-Shirts kaufen. So ein T-Shirt für 70 Euro, weißt du? Und weh, so du kaufst das nicht, Tobi. Weh, du kaufst das nicht. Dann hast du deine Community. Oh Mann, Alter. So. Ja. Ich bin very gespannt. Also, eine Spur aus glitschigem Schleim, der zu Erik, dem stinkenden Schleimarsch, Herz Linzenz. Was führt? Was habe ich jetzt gemacht? Vorbeugen, Alter, vorbeugen. Alter, Curry, du bist so ein widerlich, moralisch widerlicher Mensch, Curry. Alter, wie ich dich verurteile, Curry. So. Alexa, geh dir mal lynchen da. Dann sag ich voll die bösen Sachen. Okay. Kopf oder Zahl. Boah, also, ich bin. Ja, das ist schon mal nicht, das ist schon mal gut, auf jeden Fall. Eine Spur aus glitschigem Schleim, der zu Abfallentsorgung in der Abtreibungsklinik. Das ist Problem ist, man muss sich das direkt immer vorstellen, ne? Das ist scheiße. Das tut richtig weh im Kopf, ey. Das tut richtig weh. Kann man daraus Seife machen? Ja, eigentlich ja schon, oder? Ne, eigentlich. Wäre ein schöner Kreislauf. Ich wasche meine Hände mit Frühchen. Jetzt neu von Darf, Alter. Frühchen. Hui. Dann kriegst du auch so eine Probierpackung von Ungewollt dazu. Alter. Ey. Hoffentlich wird Ungewollt gewaschen. Ja. Eine Spur aus glitschigem Schleim, der zu dicker Besuch, der dein Klo benutzt und einen krokanten Rand in der Schüssel hinterlässt, führt. Alter, was? Ja! Das ist aus dem. Das ist zufällig selbst geschrieben. Das ist zufälligerweise aus dem HBSQ-Kartenset. Krokant Rand, ey. Entschuldigung, ist ein Insider. Ist ein Insider einfach. Ach Quatsch. Man kann es auf vieles anwenden. Halt. Ja, komm. Ah, mir ist so warm, mir ist so warm. Das ist übrigens der Grund, warum der Tobi nie den Erik besucht. So. Oder nicht, ich glaube, sollte man sich nicht freuen. Hey, Paul, gut gemacht. Oh, ich bin dran. Den Curry. Okay, warte mal. Und Hitler hätte den Krieg auch gewonnen, wenn es nicht gegeben hätte. Mm. Oh nein, warum muss ich eine Frage mit Hitler? Ich will nicht haben mit Hitler. Mm. Ich habe Angst. Ich will die Karten nicht aufdenken. Ja, die Karten sind so. Na, das hier. Das hier wäre eigentlich lustig, aber. Da musst du genau das nehmen. Ja, eigentlich schon. Ich bin immer so unsicher, ob ich jetzt das hier zum Beispiel nehmen soll, weil einfach, weißt du, Tu's, Erik, tu's für die Community, komm. Hier. Das hier, Curry, was ist noch falsch mit dir? Ich nehme einfach mal. Der Tobi schreibt selber was.
Oh, nee, Tobi hat es schon. Ich muss irgendwas nehmen, es passt nicht. Es passt irgendwie. Ja, es passt schon, aber irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber Frage sonst, ist jetzt, es war bei mir nicht so originell genug, finde ich. Ja, eben. Die Frage ist jetzt, kommt jetzt da oben noch was dazu? Nee, nur wenn er so eine Linie ist, ne? Ja, genau. Okay, alles klar. Und Hitler hätte den Krieg auch gewonnen, wenn es nicht eine freche schwarze Frau gegeben hätte. Warum? Keine Ahnung. Das ist aber nicht nett von dir. Okay, ich erschieße mich. Ah, schön. Ja, gut. Ja. Nehmen wir so hin. Und Hitler hätte den Krieg auch gewonnen, wenn es nicht... War die schwarz eine davon? Das ist ein ganz neues war die Anführerin. Kann aber nur eine gewesen sein dann. Weil mehr ging nicht. Ja. Oh Gott, ey. So, ja. Okay. So. So. Okay. Ja, und Hitler hätte den Krieg auch gewonnen, wenn es nicht Nazis, die auf Dinosaurier reiten, Laserpistolen besitzen und die Welt regieren können. Was? Ist das selbst geschrieben, Alter? Da muss ich das wählen. Und vor allem, wieso hätte Hitler den Krieg gewonnen, wenn es die nicht gegeben hätte? Also, das wäre doch voll die geile Armee, Alter. Oh Gott, ey. Also ich fand das jetzt gut. Ich nehme das jetzt. Ja, aber es passt aber nicht. Es passt doch nicht. Ist mir egal. Ich nehme das jetzt. Hitler den Krieg verloren, weil es Nazis gegeben hat. Die Welt regieren, das passt doch. Ja, nicht verlieren kann. Du bist so ein schlechter Verlierer, Mann. Nein, ich will das nur diskutieren. Das okay, dann diskutieren wir jetzt. Okay, nein, alles klar. Frag Alexa. Ach so. Ich bin dran. Also, der Turbiner Denkur. Seit ich meinen Paten aus der Schweiz habe, kann ich jeden Tag essen. Liebe Schweizer, verzeiht uns die folgenden Antworten. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst wählen soll, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was du sonst wählen soll. Es ist einfach so die Standardantwort von AfD-Wählern. What the fuck? Ach so, hä? Was war das? Polar Express, Alter. Bitte einsteigen. Was ist los mit dir? Hä? Das war ich aber nicht. Da war ein paar. Warte mal. Ja, warum nicht? Also, ich meine, muss man auch mal probieren, ne? Okay, also von der Stimmung her würde ich sagen, ihr habt alle nur einfach ihren was genommen, aber ich weiß, das wird furchtbar. Ach, denn Quatsch, nein. Wir doch nicht. Seit diese Person einen Paten aus der Schweiz hat, kann sie jeden Tag alte japanische Leute essen. Was? Warum? Warum? Was hat das mit der Schweiz zu tun? Ist das nicht normal, dass die alte japanische Leute essen? Haben die eine Schweiz zu viel Geld, dass sich das leisten können? Aber schmecken alte japanische Leute nicht nach Hund? Erzähl nicht die Japaner, verfluchte Scheiße! Ich dachte eher wie so eine alte, ranzige Bambussprosse. Das sind auch nicht die Japaner. Die schmecken nach Pandas! Nach Pandas, ja. Die heutige Folge wird Ihnen präsentiert von Maya Mate. Was? Nee, Entschuldigung, ich musste gerade einen Vertrag erfüllen. So weiter. Hör mir auf. Maya Mate hatte ich echt einen bösen Kommentar. Hä? Ja, das ist nicht markiert, habe ich geschrieben. Aber, ich krieg kein Geld dafür. Ja, aber du musst das trotzdem markieren, dass das Werbung ist. Hä? Was? Nein, ich kaufe mir meinen Scheiß selber und trinke und esse, wenn ich was will, Mann. Ich habe gar keinen Kontakt zu denen. Und, oh Mann, habt ihr auch markiert, dass ihr diese T-Shirts heute tragt? Ja. Ich habe alles selbst gemacht. Gaming-T-Shirt, ey. Ich esse ausschließlich Lays-Chips und ich liebe sie. Auch selbst gekauft. Coca-Cola. Das sieht man gar nicht. Doch jetzt Coca-Cola. Blister. Ist eine Cola-Marke. What the fuck, Leute? So. Also, seit ich mein. Ja, was? Mach den Urlaub in Kleve. Gib doch mal ein Hostel. Seit ich meinen Paten aus der Schweiz habe, kann ich jeden Tag meine Sammlung von Hightech-Spielzeugen, Sexspielzeugen essen. Okay, go. Ja. Das war Curry.
Das war Curry, das war 100 pro Curry, das war so Curry. Hä, ich hatte die japanischen Leute, Mann. Nein, Doch. Ich kann nicht lesen wie ein Buch. Oh, scheiße, bin raus. Curry ist weiter. Okay. So. Boah, mir tut mein ganzes Gesicht schon weh, ich kann kaum lachen. Warum? Seit ich meinen Paten aus der Schweiz habe, kann ich jeden Tag... Okay, okay. Das ist von Erik. Hä? Was? Ja. Mann, du musst das so vorlesen, wie es da steht, ja? Kann ich jeden Tag meinem Schwanz essen? Nein, mein Schwanz! So muss ich. Also, mein Schwanz! Habt ihr irgendwie Fenster auf euch zu Hause? Mein Schwanz! Ja, sorry, aber das ist der größte Lacher. Ich muss ja, das ist, muss ja sein. Wert gemacht. Ja, natürlich. Erik. Ja, oh, gut. Das Ding ist, die Community hat das nämlich mittlerweile richtig gut rausgefunden. Der Erik lacht bei seinen immer am lautesten. Ich habe gerade gar nicht gelacht. Ich habe gerade gar nicht gelacht. Immer am lautesten. So. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe jetzt gerade gar nicht, also sehr er wenig gelacht. Ich finde dich voll lustig, der Erik. So. Ich finde die Klasse doch schön. Das sind doch nicht meine Witze. Ich lese die doch nur hier. Ich muss doch mal so tun, als wüssten. Wir müssen ja alle so tun, dass man nicht weiß, von wem die Karte ist. Wie der Curry gerade. Das ist nicht immer. Ich mache von jetzt die japanischen Leute. So, okay, es geht schon los. Nächste Runde, was nimmst du zu einer einsamen Insel mit? Das ist die Frage. Was würde ich denn mitnehmen? Oh nein. All die japanischen Leute. Tobi hat wieder irgendwas Cooles, Mann, das ist voll unfair. Ja, 100 pro, oh, alles klar. Okay, aber schnell. Ekelhaft, ey. Okay. Oh nee. Alles klar, der Tobi kriegt immer die geilen Karten, weißt du? Ich will mir das nicht immer vorstellen. Okay, pass auf. Was nimmst du denn mit zu einer einsamen Insel? Schamhaarsalat mit Inspirationsdressing? Was? Hast du den selber gemacht, Tobi? Nee. Das ist ekelhaft. Es lag mir auf der Zunge. Es lag mir auf der Zunge. Ich krieg den Hals nicht voll. So. Oh, mir hängt da doch was im Zahn. Dieses Menstruationsdressing, ist das mehr so Pudding-Konsistenz oder ist es schon okay, hart? Boah, nee, das ist so mit Stückchen so, weißt du? Wie der Pudding von Oma. Leute. Na, ich dachte vielleicht wie so ein Karamell-Lolli einfach. Nur weniger Karamell, so weißt du. Gut, dann haben wir, schön, dass wir drüber geredet haben einfach. Das wäre doch mal was für YouTube-Videos, irgendwie Let's Cook oder sowas. Let's Cook. Oder vielleicht hier so. Oder so ein Simon Desue, der sich in so ein Menstruationsdressing einfach reinlegt. Ja, in so einer Badewanne voll Schamhaarsalat mit Menstruationsdressing. Ja. Das wäre toll. Ja, mach doch mal. Das wäre richtig toll. Ja, das wäre. So, okay. Was nimmst du mit zu einer einsamen Insel? Blumen, die fehlen. What the fuck? Hört sich an, wie als Candy von Teletubbies oder so. So lebende Blumen. Aber selbst wenn ich mir was bildlich vorstelle, Blumen, die ficken, ist es immer noch schön. Ja, stimmt. Es ist einfach so ein. Auch ein Rudelbums bei Blumen sieht einfach aus wie ein schöner Strauß. Weißt du, ist so. Oh. Blumen können nicht eklig oder hässlich sein. Nein, das stimmt. Nee, das stimmt. Stinkemorchen sind ja Pilze, sind ja keine Blumen. Ja, das ist ja. Egal, okay. Was nimmst du zu einer einsamen Insel mit? Sexuelle Unterdrückung. Alles klar, okay. Das ist 100 pro Tobis Antwort. Ja, der Tobi, der will halt immer ganz gern. Ja, klar. Ich glaube, Tobi war Schamhaarsalat. Ich bin mir ziemlich sicher. Nee, gar nicht. Curry war Blumen, die ficken. Was? Und pansexuelle Unterdrückung. Ich lese die Leute wie ein Buch. Du bist bescheuert. Ich bin Diplompsychologe. So, okay, was würdet ihr nehmen? Nee, hör auf, uns immer zu fragen. Ja, okay, komm, hier, ich muss Schama sagen. Ja, ich will sie. Was? Was? Der gute Schama. Was? Es war umgekehrt, Pan hat den Blumen, die ficken. Okay. Das hätte ich nicht genommen. Also, sorry, hätte ich niemals genommen, nein. Boah. Okay. So. Oh. Entschuldigung. Es sieht ganz danach aus, als ob der neue Trend wird. Oh. Wann wird der neue Trend? Ritzen. Abtreibung. Einschulung. Ja. Man könnte natürlich jetzt Sachen nehmen. Man könnte es aber auch lassen, ne? Man könnte auch Community-Treffen reinschreiben. Oh. Toll. Ja, da ist er direkt dabei. Boah, das war nicht dein Ernst. Da steht dann gleich irgendwas anderes. Irgendwas anderes steht da gleich.
Ja, schwierig, ne? Ja, ne? Ja, was soll ich machen? Denkur, wie sieht's aus? Ja, warte, ich muss kurz überlegen. Hau den an. Tschüss, Habibi. Eigentlich könnte man hier, weil ist ja so, ne? Manche Leute denken leider so mittlerweile. Echt, tun sie das? Okay. Ja. Krass. Oh. Jetzt bin ich interessant. Was ist der Curry für eine Karate? Jetzt bin ich, ich bin schon jetzt getriggert. Boah, scheiße, Mann, was passiert jetzt? Ja! Okay. Also, Gerüchten zufolge wird Rassismus der neue Trend. Ah, okay. Ja, okay. Okay. Ja. 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 Also, ja. 90% von Facebook klicken auf Like. Oh ja, ey. Erik, bist du, halt nicht, so. Bist du nicht halber Russe? Ja, aber ich bin ja nicht auf Facebook. Raus aus meinem Land. Ach so, ja, ja, dann gehe ich eben. Ist der Curry nicht auch irgendwas zu helfen? Ja, Pole, ne? Ja, Käse. Ist Käse. Ja. Nee. Ich habe eine italienische Familie, mein Opa ist Italiener, ich muss auch weg. Tobi, du bist halb Holländer. Jetzt ganz, Ich bin halber Ami, also ich bin eigentlich auch raus. Ach so, ernsthaft? Ey, Mann. Number 9. Hallo Kinder, das ist ein Fall für Rudi Rassismus. Rudi Rassismus. So, es sieht ganz danach aus, als ob mit den fabrikneuen Mercedes am Flüchtlingsheim vorbei durch den Schlamm fahren. Der neue Trend wird, ja. Warum passen die beiden Karten so gut zusammen? Ja, ich frage wie eine Geschichte, ne? Wie eine Geschichte. So eigentlich dasselbe, oder? Ja. Ein bisschen böse. Was sagt das über diese Zeiten aus? Ich ja, das ist echt traurig. Alter. So, und außerdem neuer Trend wird eine Blendgranate in einem Heim für elektrische Kinder. Was? Was? Alter, was? Wenn Tobi gerade nicht vorlesen instant würde, ganz ernsthaft. Alter, Pan! 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 Was, Pan? Ey, die hätte ich auch genommen, wenn ich die gehabt hätte. Instant win! Sehr gut. So. Ich habe einen neuen Job, Leute. Ich habe, mein neuer Job ist es, von Tür zu Tür zu verkaufen. Okay. Bitte. Bitte. Was kann man denn von Tür zu Tür? Ich hab sofort was. Okay, warte, mir fällt jetzt auch was ein hier, warte. Nein. So. Okay, Ich glaube, schlimmer kann es einfach bei uns gar nicht mehr werden. Ja, die Blendgranate im Epileptiheim ist schon immer hart, auf jeden Fall. Sagt der Tobi mit seiner Hitlerkarte, weißt du? Sagt so, der Erik mit seiner Einschulung, selbstgeschrieben. Einschulung ist was Schönes, jetzt sag mal ruhig. Also ich hatte ja noch nie was Schlimmes, so, ne? Ja, aber komm, wir mal. Machst du nicht die Katze? Was? Nicht Quatsch. Hatte der Curry nicht die ausgeleierten Fotzenlappen? Was? Das hab ich dir privat erzählt, Tobi. Ich meine schon. Ich meine schon, dass der Curry das hat. Ich sehe da unten aus wie eine Fledermaus. Ich bin blind, ich hab so ein Radar. Infrarot. Echt Leder. Schallradar. So, aber ich habe jetzt einen neuen Job. Ich verkaufe nämlich Mikropenis. Nee, der Tobi ist gar nicht dabei. Wie so ein Schrimp einfach. Aber die Schale vorher abmachen. Oh, guck mal, das ist ja Innenwuchs. So, außer Mikropenis habe ich noch Folgendes dabei. Tobis Videos. Was? Das ist mega ekelhaft, Alter. Das hat der Tobi selber geschrieben. Das war, oder Pan? Tobis Videos, die von einem Mikropenis handeln. Klar, das liegt auf der Hand. Also eben nicht. Da haben wir wieder die Geschichte. Es kommt nicht bis zur Hand. Das ist eine sehr kleine Hand. Ja. So, außerdem habe ich natürlich noch mit im Gepäck einen Gutschein für eine Gratis-Abreibung. Alter. Wenn das von Pan die Karte wieder ist. Die ist von Pan. Muss von Pan sein. Tobis Videos hat doch locker Tobi. Tobi hat doch locker Tobis Videos. Tobi verkauft also seine eigenen Videos von Tür zu Tür. Ich glaube, Tobis Videos ist der Erik. Echt? Nee, bin ich nicht.
klar. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht. Ja, jetzt macht es schwer, aber ich. Ja, eigentlich ist es schon, muss man schon das wieder nehmen. Das hat wieder so gefetzt, ne? Da musst du eigentlich schon sagen, das ist. Hä, was fuck hier? So. Ich wusste es, Paar. Ich wusste es. Warum hast du solche Karten? Was soll das? Und Tobi schreibt selber. Nee, Tobi. Nein, es ist von der HWSQ-Karte. Das ist von dem HWS-Pudding gewesen. Okay. Das hat am besten gepasst. Aber ich hatte sonst trotzdem nichts. Ausgewählt. Ich hatte sonst nichts, was gepasst hat. Was? Ah. Oh, Mann. Ich würde so gerne. Okay. Der. Der Frauen provoziert. Wo ist jetzt der Mikropenis? Hm? Wo ist der Mikropenis? Ach so. Ach so. Okay. Mhm. Die drei sind ratlos. Ja, es schwierig. Es ist halt irgendwie. Nee. Oder sag Bescheid, oder ich mach eine andere. Es ist komisch irgendwie, die Frage, oder? Also bei mir hätte ich jetzt nichts, was da irgendwie. Ja, also, bei mir auch nicht. Ja. Das war früher so ein Werbespruch, glaube ich, ne? Der einer der Frauen provoziert. Das war doch irgendwie sowas. Also auf positive echt? Weise, so von wegen so erregt quasi. Ach so. Soll ich das wegmachen oder kann das nur derjenige, der die Lobby eröffnet hat? Ich glaube nur der Lobbyöffner kann das. Okay, also ja, müsste ich hier sagen. Ich kann das machen, ich kann was anderes. Mir ist das egal. Müsst ihr sagen? Ihr könnt komm, hau weg. Tobi, was sagst du? Hau weg den Scheiß, ja, komm. Hau mal weg. Scheiß. Okay, schade, ich wollte gerade nackter Karte. Tobi schreiben. Gut. Danke, Merkel. Alles klar. Alles klar. Ich hab aber was. Oh nein. Rassismus-Punkt, danke, Merkel. Ja, das kann man. Aber auch das hier. Das ja, und den Kur. Dieser ja. Den Kur. Es ist hey, lass den, der ist cool. Manchmal ist es schwierig. Der hat noch keinen Punkt. Den Kur, Alter. Als ob so eine Zahnpasta oder so. Ja, komm, den Kur. Aber das passt einfach gerade so gut. So. Oh Gott. Oh Mist, jetzt. Ja, ich bin doof. Ich sollte sowas nicht sagen. Okay. Und? Der erste Mensch Tierhybrid, die Mischung aus Mensch und Ferkel. Forscher nennen es das Merkel. Danke, Merkel! Lol! Lol! Ey, das ist aber nicht selber geschrieben. Das ist. Aber wie viel Glück kann man Karten. Alter! Es kann eigentlich nur der Tobi sein, aber ich glaube, es ist der Erik. Ich bin's nicht. Es muss der Erik sein, der sagt, es passt gerade so gut. Okay, ich muss echt sagen, es wird schwer Mann. Dagegen. Ja, das hau mal gleich ein Vote. Hau jetzt schon mal ein Vote raus, komm. Das und weiter geht's. Okay, gut. Ein Analtrauma. Danke, Merkel. Danke. Ja, das ist unschlagbar. Das kannst du. Danach hatte ich einen Durchgangsschiss. Was? Ja, ich überlege gerade, was könnte ein Analtrauma sein? Wenn das dann so auf einmal so voll groß ist und vielleicht wenn deine Arschmuskulatur einfach nur noch flattert wie eine Saloon-Tür. Ja. Dann machst du einfach die ganze Zeit. Und wir haben noch Abtreibung 18 Jahre danach. Danke, Merkel. Ja, das ist ja. Das ist halt, ne, das ist schwieriger Gegner. Ich bin nur gespannt, ob es selbst geschrieben ist. Nein. Sieht man das dann gleich? Ja, es steht unten Hagen oder halt gar nichts. Ich muss leider, es passt so gut, ich muss leider natürlich. Die Mitte und es ist sicherlich. Ach, ja, der Erik natürlich. Alter, ich bin froh. Es war nicht selbst geschrieben. Deswegen hatte ich auch gesagt, es passt so gut. Ich hatte, aber die kamen halt auch irgendwie gerade erst. Was krass. Passiert, wenn ich hier auf Share gehe? Krass, Mann. Oh. Was? Hä? Was hat Vin Diesel zu Abend gegessen? Vielleicht den Restmüll von der Abtreibungsabteilung. Was? Okay. Die Pan weiß genau, was Vin Diesel zu Abend gegessen hat. Der Tobi weiß auch, Curry. Den Curry brauchen ein bisschen. Ja, dann schmeckt bestimmt auch gut. Schmeckt gut. Ich bin gespannt. Vin Diesel ist ja bekannterweise, der ist ja Gourmet, ja? Der ist ja, ne? Also, Gourmet Vin Diesel spießt dies zu Abend. Der vom Analsex völlig zerstörte Schießmittel. Curry, hast du das selbst Alter. Geschrieben? Hä, das ist nicht von mir. Ich wünschte, es wäre es, aber es ist von nicht. Von mir ist es auch nicht. Hä? Erik ist ruhig. Ne, ich hab nichts geschrieben. Ich muss rausgehen. Erik ist ja Zahl, aber muss ja vom Tobi sein. Nee, von mir ist es nicht. Ja, ist es von Pan. Ist es von dir? Nein, ist es nicht von mir. Dann ist es vom Curry. Das ist nicht von mir.
Von mir ist das von dir, Gary. Du kannst ja nicht mal sagen, ohne zu lachen hier. Komm. Nein, das ist vom Tobi. Es ist nicht von mir. Ich bin 100% ehrlich. Alles klar, okay, pass auf. Also, gucken wir mal weiter. Was stand denn heute Abend auf dem Gourmet-Speiseplan vom Feinkostkenner Vin Diesel? Sehr viele Ärsche, wirklich sehr viele Ärsche. Warum passen die Karten wieder so gut zusammen? Was ist denn los, Alter? Ich erkenne da Muster. Mustafa oder was? Das ist eine Geschichte. Mustafa. Also. Sehr viele Ärsche, wirklich sehr viele Ärsche. Der vom Analsex völlig zerstörte Schließmuskel. Ist halt ein Drei-Gänge-Menü, muss man auch dazu sagen, ne? Also. Und der erste. Sieht aus wie ein ganzes Buffet einfach. Okay, ich bin mal gespannt. Und zum Nachtisch bei Vin Diesel gab es nämlich Kotzen, die Kotze essen und wieder kotzen. Bah, Alter! Wieso doch hier nicht bei Germany's Next Topmodel, Alter? Das ist doch die Kotze von gestern. Aber die machen, was? Die machen aber nur so Wattebäusche mit Kotze-Geschmack, damit sie denken. Alter. Also schwierig, was soll ich denn hier nehmen? Wir haben Kotze und ausgekotzte Kotze und wir haben Ärsche. Wirklich viele Ärsche. Ich würde auch viele Ärsche, würde ich irgendwie bevorzugen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Was du als erstes irgendwie. Ich finde sehr viele Ärsche einfach toll. Danke. Oh Mann, ey. Du mir auch gar nichts, weißt du? Und ich wusste, das ist doch der Curry. Curry, los! Curry, das, hey, das ist ja doch von dir gewesen. Ja, natürlich! Ach so! Der Lügner. So. Okay. Mehr braucht kein Mensch. Wollt ihr das haben? Ja, oder? Ist gut? Mir ist das egal. Ja, können wir ruhig machen. Ich weiß gar nicht. Ja, weiß ich. Was braucht denn der Mensch? Nicht. Mehr. Flüchtlinge. Alter. Ich nehme sowas Ähnliches. Sozialschmarotzer. Ja, sowas Ähnliches habe ich jetzt genommen. Ach, cool. Community-Hass hat er genommen, sagt er. Ja, bin ich mal dagegen. Hater auf YouTube. Es gibt genug Hass in der Welt, darum singe ich euch jetzt ein Lied. Oh. Hear the world, Alter, make it happy. Also, auf gar keinen Fall braucht der Mensch... Da, du Alter, was der Tobi gesagt hat! Tobi, sowas kannst du doch nicht sagen, ey. Alter, du bist ein toller Freund, Tobi. Toller Habt Freund. Ihr das auch aufgenommen? Habt ihr das auch aufgenommen? Naja, klar. Dann schicke ich ihn nachher. Oh, der Arme. Dadurch kann ich, finde ich super, das weißt du. Es ist wahr. Aber die Karte ist von Curry, weißt du? Kein Ding. Ja, klar. Voll so. Trocken einfach. So, also der Mensch braucht außerdem auf gar keinen Fall Chemie Donut Bidou. Ach so, das ist dieses Shampoo, ne? Ist das selbst geschrieben? Das hat er, oder? Ich weiß es nicht. Ist das selbst geschrieben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, und wir werden es niemals erfahren. Auf gar keinen Fall benötigen wir außerdem Menschen oder so etwas in der Art. Ja. Ja, das ist halt wahr. Ja, das ist es wirklich. Aber hier, ne? Mehr Menschen braucht kein Mensch. Ja! Yeah! Hä? Chemie Donut Bilou ist selbst geschrieben. Alles klar, von Pan. Ja. So. Alles klar, okay. Ist nichts eingefallen. Der hat halt die Dalukart-Karte, Mann. Das ist so unfair. Der gewinnt immer. So der gewinnt einfach immer. Oh mein Gott. Hä, das stimmt gar nicht. Ey, Leute, ich war letztens in Afrika. Da gab es keinen. Achso. Da gab es keinen, ne? Oh. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn es das da gegeben hätte. Hoffentlich. So, jetzt. Jetzt wird ist alles vorbei. Jetzt ist vorbei. Da gab es gar keinen. Jetzt ist vorbei. Tobi, Kommst du? Traust du dich? Na, warte, ich überlege gerade noch. Ich habe gar nichts, was passt. Bilou. Bilou geht einfach immer. Dalukart. Wobei ich wirklich sagen muss, die anderen haben immer okay, aber dieses Donut-Ding, das stinkt einfach nur. Es stinkt extrem. Es stinkt wirklich extrem. Es stinkt echt. Nitrado hatte mir damals eine Packung geschenkt. Die anderen waren okay. Das war einfach. So.
Ich war übrigens letztens in Afrika und da gab es keinen Strom oder Wasser oder Infrastruktur oder Essen oder Hoffnung oder sein. Harte? Alter! Nee. Erik, ich wasch meine Hände in Unschuld. Erik, lass mich da bitte aus damit sagen? Lass Erik. Mich bitte aus dem Spiel, bitte. Zwischen Tobi und Erik, der so. Das kann nur Erik sagen. Alter! Nee, da fehlt nur noch die Klammer ist, mit der Religionslehrerin, sein, ganz ehrlich. Das ist sowas von der Erik, Erik, Alter. Ist echt so. Was? Gott, bitte schön, wir werden es ja sehen, wir werden es ja sehen. Ja, ich vote das gleich. Ah, klar. Das ist das wirklich. Alter! Tobi, du kommst hier, Alter! Ich war letztens in Afrika. Oder Pan. Achso. Nee, wirklich nicht. Okay. So, ich war nochmal in Afrika und da gab es immer noch keine zivilen Opfer. Und, okay, das ist aber lieb. Okay. Das, ich finde das gut. Ist ja eine Verbesserung. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, finde ich schön. Und außerdem gab es natürlich auch nicht dünnbräuchige. Wir müssen das Format beenden. Es ist vorbei. Es war echt schön mit euch. Es hat Spaß gemacht. Wir haben's zu verantworten. Ich glaube, das war's mit dem Format. Das ist vorbei. Wie auch keiner wirklich krass so schlimm ist. Ich habe mich getäuscht. Das muss von Tobi sein. Das ist 100 pro von Tobi. 100 pro. Tobi? Ja? Ist von dir, ne? Vielleicht. Und dann auch noch selbst geschrieben, weißt du? Es ist halt selbst geschrieben. Es ist von allen selbst geschrieben, oder? Oder nee, sieht man gar nicht. Das sieht man noch gar nicht. Stimmt. Aber ich nehme die. Ich, das ist eine schöne Nachricht, deswegen nehme ich das hier. So. Ja. Das ist von Tobi, Tobi, schäm dich, Tobi. Genau Tobi, schäm dich einfach nur. Es war so klar, dass das von Erik ist. Scheiße. Wir sollten uns einfach beide erschießen. Lol. Der Mensch hat einen Gefallen, du. Aber jetzt kommt doch was Schönes. Jetzt kommt nichts über Sex. Ja, nichts außer Gefühl. Ja. Was? Gut, nee, das ist, ging jetzt schnell beim Erik. Ja, komm. Wer hätte denn das hier gewählt? Bei meinem, also, bei meinem könnte es einen Moment dauern. Das wirkt ein bisschen, aber kommt dann so langsam. Tobi kommt dann so langsam. Ja, warum nicht? Also dauert zwar ein bisschen. Schöne Abendbeschäftigung. Ich einfach darauf jetzt gewartet, dass das jemand sagt. Natürlich. Also Leute, meine ehrliche Meinung jetzt, ne? Okay. Nichts geht über Sex, aber nichts außer einen Obdachlosen zu Hause besuchen. Oh. Und das ist das, was ein bisschen dauert, Tobi? Das ist aber stimmt. Ja, wie soll denn ein Obdachloser ein Heim haben, ne? Ja, vielleicht eine schöne Schachtel. Tobi, Alter. Das kann nur Tobi sein. Ja, war ich aber nicht. Weißt du, für Tobi, wird Tobi. Das ist nicht von mir. Nee, überhaupt nicht. Nee, meins kommt noch. Für Tobi bauen sie gerade noch mal eine Tiefgarage in die Hölle. Warte ich nochmal kurz, so. Ja. Wir entscheiden mal, wir gucken mal gleich oder schätzen gleich mal ab, was von wem ist. Es könnte nämlich auch hier Erik sein. Nichts geht über Sex. Ich finde das gemein, nichts, dass mir sowas unterstellt. Ja. Nichts außer Seppuku ritueller Selbstmord. Oh, das ist aber krass, Pan. Das tut aber nur einmal gut, oder? Finde ich aber ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, also da finde ich Sex schon dafür besser. Hast du da immer was von, ne? Mehr weiß ich nicht. Naja, ich meine, beides, das Gefühl hier beides hat mit Abstechen zu tun. Kommt darauf an, ob man auf abgestochen werden steht oder ob der Abstecher ist. Keine Ahnung. Ja. Hä, was? Also, was? Bist du der Stecker oder das Döschen? Bist du Uko oder Seme? Entschuldigung. Ja, was? Ich muss auf mich zurückhalten. Nichts geht über Sex. Nichts außer masturbieren, wenn plötzlich die Schwester reinkommt und angewidert, aber auch mit. Was ist das denn, Alter? Alles klar, Tobi, es tut mir leid. Inzest, Erik, oder was? Okay, bei Ibe war das. Das war, hat doch irgendjemand gemacht, der keine Geschwister hat. War das echt ekelhaft? Also, wenn das rechts nicht von Tobi ist, dann das in der Mitte.
Alter. Also in der Mitte ist von dir, Junge. Mhm. 100 Pro ist das von dir. Also es tut mir leid, aber ich muss es auch wenn es noch so ekelhaft ist. Wer war das? Juhu! Es war natürlich! Natürlich! Und es war wieder eine Karte, man braucht keine Karten, Mann! Mann. Ja, es war eine Karte! Ey, das ist so unfassbar, es passte so gut! Alter, es passte so gut, unfassbar. Ey, das gibt es nicht, ne? Was? Oh, Alter! Ich hab perfekt! Perfekt! Wollt ihr mich verarschen? Also folgendes, das Maifest in Kleve ist berühmt und berüchtigt wegen. Na, Curry, gib alles, Curry, gib alles. Ah, schön, ey. Ja, warte mal. Oh. Alter, wie schnell die Pan reagiert hat. Die muss eine verdammt gute Karte haben. Oh. Tobi, schreib wieder selber. Bing. Tobi, wie leise du schreiben kannst einfach. Kann ich? Oh, ja, Gott. Okay. Alter. Also, neulich war Maifest in Kleve. Und der Tobi ist vor allen Dingen hingefahren wegen... was? Wegen Katze mit Backblatt. Warum? Warum? Alter, das ist das Stadtmaskottchen, hört auf jetzt. Alles klar, okay, alles klar. Mit so einem Hahnkamm, Backblatt. Oder diese Backblatt sieht immer so aus wie so ein Pferdeschweif oder so. Ja. So. Okay, das Maifest in Kleve ist aber vor allen Dingen auch berühmt wegen Bernies prallen Würstchen. Alter! Tommy, was los? Oder hat das der Curry geschrieben? Man weiß es nicht. Ja. Aber das ist irgendwie komisch, wenn der Curry das schreibt. Oder? Das wäre ganz merkwürdig. Das wäre richtig strange. Wär aber ich habe trotzdem getan. Und vor allen Dingen, Kleve hat ja auch den meisten Tourismuszulauf beim Maifest wegen... Was? Hä? Das passt doch gar nicht. Ja, aber stellt euch mal vor, die Karte war im Deck. Okay, Pan, alles klar. Stellt euch mal vor, die Karte war zufällig bei der Frage im Deck. Das ja, aber das passt doch gar nicht. Ist mir scheißegal. Die passt überall. Okay, es tut mir leid. Wir müssen vielleicht erklären, wer Bernie ist, oder? Bernie ist mein Papa. Ja, klar, genau, der Vater von Curry, genau. Bernie und Fireman. Aber du hättest, so ich wollte eigentlich noch einwerfen, dass du Curry eigentlich hättest den Punkt ruhig geben können, weil es ist ja seine Frage gewesen. Hä? Er hat noch gar keinen Punkt, guck mal, das tut mir voll leid. Ja, und? Weil Curry einfach ein anständiger Mann ist. Ja, ist das kann sein. Was? So, Tobi, hau mal raus. Okay. Meine Fantasien reicht für vieles, aber nicht für mit. Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Okay, Denkur und Herr Grr sind noch dabei. Okay. Ich weiß, ich weiß echt nicht, was ich nehmen soll. Kann das bitte jemand malen? Oh Gott. Nein. Oh Gott. Bitte tut's nicht. Bitte mal nichts von den Antworten. Nein, bitte nicht. Bitte nicht ernst nehmen, das war ein Witz. Oh, ich hab eine Bitte. Kann jemand mal Pan mit Glatze malen? Das wäre lieb. Warum denn? Das wollte ich einfach gerne. Ich würde es gerne sehen. Pan mit Glatze. Vielleicht kann der Michael das ja auch photoshoppen. Das wäre toll. Ich hätte gerade so ein Rasenmäher drüber gefahren oder so. Was ist denn dein Problem? Warum willst du mit einfach nur, Glatze? Ja, einfach nur, weil das bestimmt lustig ist. Und interessant. Oh. Auch interessant. So. Gut, Das ist ganz komische Fetische, mein Freund. Das hat mit Fetisch nichts zu tun, das ist einfach ganz normale Neugier. Was soll ich denn da? Ich wollte irgendwann auf. So. Oh. Ach, der braucht noch. Ja, ich weiß halt echt. Hey, Pan, ganz ruhig, ja. Ich hetze ihn, damit die Antwort noch lustiger wird. Ich motiviere ihn einfach nur. Ich hab keine Ahnung, was ich da nehmen soll. So. Okay, jetzt geht's los. Meine Antworten sind aber scheiße. Ich mag diese Zweier. Also soll ich aber sagen, also meine Fantasie, ne, die reicht für vieles, aber nicht für verbittertes Was? Ficken mit Donald Trump? Was? What Was? The f- Was? Alter. Fake News. I'm the best.
Dafür hast du so lange gebraucht, Erik? Das ist nicht von mir. Nein, das glaube ich auch nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist nicht von mir. Okay, okay. Sonst hätte ich viel schneller eingeloggt. Ja, meine Fantasien reichen für vieles, aber nicht für mitten im Leben mit Provokation. Hast du das selber geschrieben, oder? Provokation? Ich gehe davon aus. Ja, außerdem reichen meine Fantasien für vieles, aber nicht für eine autistische Katze mit einem Hirntumor. Was? Was? Mit Lamekenzjack. Hä? Jackets? Jackets? Was? Achso, ja, ja, okay, okay. Deswegen hat er gesagt, kann das jemand mal malen? Das ist 100%ig vom Erik. Ist echt so. Nein, ich hab gesagt, kann jemand Paden malen mit Glatze. Der Curry hat, das ist vom Curry, ist der das. Curry war das, ja, Curry. Ja. Stimmt, stimmt, Curry war Curry. Das. Das ist vom Curry. Okay, dann ist mitten im Leben, ist von Erik und das verbitterte Ficken mit Donald Trump ist von Paden. Ist ja, Paden. Das stimmt, ja, 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 das stimmt. Meins war halt doof, das mir fehlt nichts ein, einfach, ich hatte keine Karten dafür, das war schade. Ah, ist ja, was passiert. Ja, komm. Na, der Curry sieht davon. Komm, muss ja. Das ist, ja, ist voll. Weißt du, so ein Mitleidspunkt, weil nee, ja, ich den auch nicht lieben. Donald Trump, der das verdient. Donald Trump will ich aus Prinzip nicht. Das mit mitten im Leben, ja. Na. Das verlieren einfach am besten. Muss man machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Warum okay. Darf ich da nicht aussuchen? Okay. Wow. Universal Pictures präsentiert die Geschichte von. Oh Gott. Kann ich da bitte ein Intro zu? Was denn? Ich hab zwei Karten auf. Ich hab auf X gedrückt statt auf 1 und 2 und die waren so gut. Auch Pan. Mhm. Schade! Oh, schade. Oh Mann. Schön, ey. Oh Mann. Schreib sie doch selber. Ja, so hab ich's jetzt nicht mehr. Schon wieder vergessen. Ah, ihr habt schon? Ja. Ja. Na komm. Oh, schade. Also, es gibt neuen Film, Freunde. Es ist soweit. Die Kinokassen, die klimpern wieder, denn es läuft jetzt an. Von Universal Pictures präsentiert abgetrennte Körperteile mit Extrakäse. Die Geschichte von das Ding, das Stromstöße. Hä? Deine Bauchmuskeln. Was? Was zum Teufel ist das? Wer hat denn das Drehbuch geschrieben, Alter? Ja, hatte bisher, glaube ich, nicht so gute Bewertungen in der Film. Mm. Aber gut. Es gibt außerdem noch einen neuen Film von Universal Pictures. Oh, geil! Pictures, Die wollen ja voll raus. Folgendes. Der Papst! A production from Michael Bay. Der Papst mit die Geschichte von perverse Sexpraktiken über Dino Prince. Ja, aber es gibt noch einen Film, hör auf jetzt. Thermonukleares Waffenarsenal, die Geschichte von Inzest mit meinen 15 Geschwistern. Was? Noch schon, Bull. 100 pro Tobi. Was? Was? Sorry, aber nee, komm. Ohne Witz. Alter, das sind halt wieder Karten, Mann. Ich bin sie beide losgeworden. Ja. Ich bin tot. Gott. Kannst du X drücken, Mensch? Ja, schon, aber... Huch. Jetzt aber, ich muss euch was sagen. Denn meine geheime Superkraft ist, neben Erik auf Eier zu gehen, noch viele andere Dinge. Was? Die gleich auswählt. Ja, dann wenn wir über... Ja, dann passt das. Was? Es gibt vieles von denen hier.
Haben wir nicht 5 Runden? Haben wir das würde ihr müsst dabei an Paaren denken, Leute. 7, also, oh, okay. Also das hier würde passen, das würde passen, das würde passen, das würde passen. Ich komme dir gleich mal da runter. Ich spüre das, das ist nichts Gutes. Denk dran, sie hat eine Superkraft, Erik. Es steht da irgendwas Selbstgeschriebenes und ich weiß sofort, dass er das ist. Also ich... Okay. Ich hätte so vieles nehmen können. Ich musste es nehmen. Ich musste ein Geständnis für die Panfaktenseiten. Okay. Meine geheime Superkraft ist... Das ist für die Panfaktenseite. Das ist für die Panfaktenseite. Ey, wenn das nicht da draufsteht, dann raste ich aus. Schön. Okay, meine geheime Superkraft ist außerdem noch so wütend werden, dass man einen Ständer bekommt. Und das dauert nicht so lange, wie man denkt. Hast du dieses YouTuber wieder gelästert? Bing! So wie verdient Gronkh. Bing! Warum wollen wir hier? Nein. Meine geheime Superkraft ist ein Kind, das einen Pädophilen aus Rache vergewaltigt. Hä? Was? Alter. Was? Mann, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ey, das da ist macht so aber irgendjemand auf die Karte. Alter. Tobi, ist das wieder deine Karte? Nein. Ach Quatsch, vom Tobi doch nicht. Hä? Weil er mal die krassen Karten hat. Der Tobi hat mal stimmt die krassen gar nicht. Karten. Ja klar, Tobi, natürlich, Tobi. Ich muss sagen, die beiden sind auch sehr krass. Ich muss einfach, weil es ja fast am besten passt, also ich pupse natürlich was? Nicht. Aber muss ich was? Das ist das vom Erik? Nein. Kur? Was? Es hat Tobi. Gepasst. Oh, der Tobi wieder. Und ich sage, der Tobi hat immer die krassesten Karten einfach. Aber es hat gut gepasst. Ja. Es hat gut gepasst, ja. Was? Oh Gott, geil, geil, ich will den Film gucken. Okay, aber soll ich eine andere Karte nehmen, weil... Ja, ja. Ja, das ist so... Das ist ein bisschen doof. Ja, hier kommt, zack. Mary Poppins, Mann. Das hier? Nur zwei Sachen im Leben sind uns sicher, der Tod und... Also ich kann die Karten auch... Mir ist egal, mit der hatte ich kein Problem. Aber okay, okay. Wie du möchtest, wie du möchtest. Alles klar, gut, Tobi hat eingeloggt, ich wechsle die Karte. Okay. Syphilis. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, ja klar. Ja. Also, ja. Curry ist der Meinung, nur zwei Sachen im Leben sind uns sicher, der Tod und der goldbraune Schiss. Oh. Der goldbraune Schiss. Geil. Schiss. No. Schiss. Oh, der süße goldbraune Schiss. Ach, das war schön. Das war ja. Schön. Ja. Okay, Tobi findet aber zwei andere Sachen im Leben sind uns sicher. Der Tod und Schlampen. Alles klar. Das ist so Tobi, Alter. Meine Meinung. Das ist so Tobi, Alter. Meine Meinung. Okay. Pan hingegen ist ganz anständig. Und ihrer Meinung nach sind zwei andere Sachen im Leben sicher. Der Tod und Popel. Typisch Pan, ey. Einfach, ja. Es ist einfach, oh, diese Pan. Aber ganz ehrlich, Alter, was? Pan hat einfach. Das ist ja unfassbar. Alter, lol. Das ist ja unfassbar. 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 Meine ist am realistischsten. Oh. Schade, dass ich nicht wählen darf. Ich hab eine coole Karte. Krieg, wofür ist der gut? Sag mal. Oh Gott, nein. Oh, ich habe auch mehrere Sachen, die ich jetzt gut wählen kann. Aber ich weiß nicht. Also, das hier würde passen, das hier würde passen, das hier würde passen. Ja, nee. Schwänze! Also. Ja, keine Ahnung. Denkur, wie sieht's aus? Ja, ich überleg gerade noch. Ich bin international. Denkur, halt. Ich mach mal das hier. Hätte sich echt an wie so eine Eintreibergesellschaft irgendwie. Ja, Denkur KG oder so. Oder, ja, oder so eine, die Consulting machen, die dann so ganz langen Namen, wir machen bla bla und du weißt einfach gar nicht, was das eigentlich ist. Ja. Bla bla bla, Consulting. Krieg, wofür ist der gut? Zum Beispiel für Hitlers Gasrechnung? Wer einer lacht.
Klar. Empörung. Alter, wenn der Tobi gerade nicht selber aussuchen würde, würde ich sagen, Alter, das ist wieder ein Tobi-Karte. Ja. Ist eindeutig wieder. Wobei es ja, eigentlich eher schlecht ist für seine Gasrechnung, also zumindest im Zweiten Weltkrieg. Aber gut für die anderen dann. War ja eher schlecht für seine Gas. Pan hat sich gedacht, irgendwas mit Gas, das nehmen wir jetzt. Er hat sich aber wahrscheinlich mit eingeschmolzenen Zähnen bezahlt. Ja, Krieg ist gut für eine unhöfliche Enthauptung. Just easy stinks, oder was? Sir, Sie sind ein Narr. Gegen Bordstein. So, und Krieg ist außerdem gut scheinbar für in Flammen stehen. Ja, warum nicht? Gut. Das, alle drei Antworten sind eigentlich wahr. Sind eigentlich legit, ne? Legit. Ja. Wappen. Ja, komm. Krieg bleibt immer gleich. Yay, Tobi! Ja, Curry, hol nochmal! Krasser Typ, krasser Typ. Das gefällt mir. Krasser Typ, dieser Curry. Oh mein Gott. Warum krieg ich immer so eine Scheiße, Mann? Was? Tobi, überleg es dir gut jetzt, ja? Also, neulich beim Fisten habe ich Folgendes gefunden. Oh nein, Tobi. Oh nein. Das ist nicht gut. Oh nein, Tobi hat wieder die Antwort einfach. Tobi stirbt, Alter. So. Oh, Tobi, ey. Hör auf. Pandor. Okay, also, Leute, ich muss euch was erzählen. Ich habe nämlich neulich beim Fisten was ganz Ungemütliches gefunden, und zwar Arnold Schwarzenegger. Hä? 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 I'll be back. Wow. Wow. Get to the job. Fist me if you want to live. Sarah Connell. Sarah. Ow. Oh. Okay. Außerdem habe ich noch gefunden, es war sehr viel Platz da drin, müsst ihr euch nicht wundern. Ein großes Ferrero. Das ist so von Erik. Hä? Was soll das denn jetzt? Wie könnt ihr mir sowas unterstellen? Was hast du alles in deinem Po, ey? Schnell weg, bevor Pan das sieht. Gekackt, da ist ein Ferrero Rocher. So, ja. Außerdem war da noch dabei, ich habe tief gewühlt, aber letztendlich kam dann Folgendes raus. Antike Analperlen, die mit der Titanic untergingen. Aber ich meine, Was? Selbstgeschrieben! Die ist selbstgeschrieben! Was? Die Wahrheit! Was? Was? Kennt ihr die Szene, wo die Oma am Ende des Films so an der Reling steht? Und dann guckt noch so verträumt, so weißt du? Und dann kommen die Analperlen da raus. Check! Ja, Glanzleise von Partysmo auf jeden Fall. Ey, geil, Mann. Wahnsinn. Aber ich würde mich auch schämen, also ja. Schäm dich. Also, war nicht so. Also, ich werde jetzt auch ausziehen. Ja, wird auch Zeit, Erik. Einfach, geil. Da ist so eine fette Party. Oh, mit Analperlen. Nein. Ja, dann unser Spiel ist bestimmt schon runtergeladen. Nach 59 Minuten. Wenn wir jetzt noch 30 Sekunden quatschen, haben wir eine Stunde und können wieder schönes Handbild machen. Wir wollten nur mal kurz eine Folge aufnehmen. Ja. Tja, hat ja gut geklappt. Oh Gott, ey. Alter Schwede. Muss ich gerade erstmal eben so runterkühlen. Was ich heute gelernt habe, ist, dass Tobi in die Hölle kommt. Ja, dich nehme ich aber mit, mein Freund. Dich nehme ich mit. Ja, das ist okay. Der Curry ist sehr lieb. Der Curry ist sehr nett. Es sind einfach die Karten. Achso, du bist schon ein Arsch, aber die Karten sind. Ja, eben, genau. Ah, okay, ja klar. Dann ja. Alex hat mit mir zusammengespielt, deswegen lief das nicht so. Alexa, das ist aber nicht nett. Wer ist Herr Currywurst?
Die Currywurst ist ein deutsches Gericht aus Bratwurst oder anderer Kuhwurst, die ganz oder geschnitten mit einer tomatenhaltigen Soße und Currypulver oder mit einem Curry-Ketchup serviert wird. Weißt du Bescheid? Nice! Da haben wir wieder alle was gelernt heute. Schön. Soll da keiner sagen, dass diese Folgen hier nicht bilden würden. Ja. Nice. Frag dich mal, ob ich mit dir schlafen würde. Was? Haben wir dich dann so einen Simulator irgendwie? Wie war das nochmal? Hä? Ne, mit diesem Dirty Talk. Dirty Talk kann sie. Ja. Ach so. Das dauert jetzt zu lange. Komm, das dauert. Guck mal auf die Uhr, wir haben auch noch schon eine Stunde. Das machen wir mal anders mal. Ja, jetzt haben wir. Ja, okay, jetzt haben wir wirklich eine Stunde. Ja. Okay, ciao. Okay, tschüss. Hey, tschüss, Tobi. Hey, tschüss. Macht es gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und ihr habt einen schönen Tag heute. Community Power.